Ich finde es schade, dass die Pferdschau hier nicht stattfindet. Für mich ist es ein schöner grosser Tag mit Pferd und Familie ins Dorf laufen. Es ist sehr schade, dass die Pferdschau nicht ist, aber es ist kein Weltuntergang. Es ist Brauchtum, es ist Tradition. Aber ich denke, das Jahr ist ein außerordentliches Jahr. Nächstes Jahr ist sie wieder, dann freuen wir uns auf nächstes Jahr. Da vor allem viele Bauern, die traurig sind, und ältere Leute vor allem, die sagen, was machen die im Herbst. Für mich selber ist es nicht so schwer. Aber ich denke, so viel Spitzenzucht, sieht da ganz anders aus. Ich bin recht enttäuscht und traurig, halt, weil sie nicht stattfindet, weil wir könnten mit den Kühen auffahren und so. Und das ist halt ein schönes Brauchtum. Und ja, darum bin ich halt traurig. Momentan haben wir den Coronavirus und der tut uns ja sowieso einschränken. Und das muss man akzeptieren, muss man tolerieren. Und das ist jetzt halt so. Und es wird das nächste Jahr geben. Was können denn die armen Viecher dafür, wenn wir die Krankheit haben? Oder? Und für die Leute ist es doch schön, wenn sie es schauen können. Die haben ja Platz überall dort oben. Oder? Das ist ja ein grosses Ding. Wir finden einfach, man soll das weitermachen.